fragt euch bestimmt, wo wir hier sind. Das ist das Schlimmste passiert, was einem auf Reisen passieren kann. Wir sind beim Arzt, weil Annika hat sich ein Stück vom Zahn abgebrochen. Aber was für ein Stück? Und jetzt liegt die Arme hier. Und jetzt liegt die Arme hier auf dem Zahnarztstuhl und wird hoffentlich jetzt behandelt und hoffentlich wird es nicht zu teuer. So, this is the condition of the tooth here. And the old filling, the silver filling, the amalgam filling is still there. But maybe the broken one is not the filling, but the tooth. So for this case, I need to check with the x-ray. The price of the x-ray is 350,000 rupees. Annika hat wieder volles Programm gewonnen, jetzt wird erstmal geröntgt. Was macht die Kleine immer? Abgespaced beim Zahnarzt. Und wie fühlst du dich? Na, Freunde, so sieht das aus. Das ist die Kaufläche und das ist die innere Seite vom Zahn. Und normal ist hier halt Zahn drüber, aber das ist alles abgebrochen. Und zwar bis hier runter. Und deswegen kriegt Annika jetzt das Zeug alles weggebohrt. Dann wird das ein bisschen behandelt und dann wird das wieder zugespachtelt. Und dann soll sie eigentlich in 2 Wochen wiederkommen und sich eine Krone machen lassen. Allerdings sind wir in 2 Wochen auf Reisen in Vietnam und in Kambodscha und in Laos und in Thailand und. Und ja, das ist ein bisschen problematisch, weil es kann sein, dass wenn es dann noch wehtut, sie eine Wurzelkanalbehandlung braucht und nicht einfach nur eine Krone kriegen kann. Das wäre natürlich extrem schlecht, wenn wir dann in einem von diesen Ländern unterwegs sind, wo es noch schwieriger ist, einen Zahnarzt zu finden. Drückt ihr mal die Daumen, dass es nicht so schlimm ist und dass mit der Füllung einigermaßen klarkommt, bis wir irgendwann mal wohin kommen, wo wir eine Krone machen lassen können. Ja, das war ein teurer Spaß. 750.000 indonesische Rupien hat das jetzt gekostet. 750.000 sind 50 Euro. Hast du jetzt wenigstens schöne Zähne? Nee. Das ist voll weh. Oh Mann. Tja Leute, was ist das wertvollste Gut im Leben? Die Gesundheit. Und was ist einem die Gesundheit wert? Auf Bali schon mal 50 Euro für einen Zahn. What is this ceremony for? We call Kajang Kliwon. Kliwon. This is for spirit. Uh-huh. Spirit. We have. We know there is a bad spirit and good spirit. Uh-huh. So if the bad spirit, we hope they will turn to a good one by presentation of this offering. Ja, wie ihr seht, haben wir noch eine kleine Zeremonie. Und zwar ist es so, dass der Glauben hier auf Bali so ist, dass die Menschen denken, dass jedes Grundstück wird von einem Spirit, also einer Art Geist bewohnt. Und es gibt gute und schlechte Geister. Ich wohne definitiv ein schlechter. Ja, das hat er auch gerade gesagt. Und er versucht halt mit den Opfergaben den Geist positiv zu stimmen, dass er von einem schlechten zu einem guten Geist wird. Und dafür zu sorgen, dass der Geist uns quasi in Ruhe lässt und Glück und Wohlstand über die Bewohner dieses Hauses bringt. Hat ja was gut funktioniert. Ja, hätte er mal ein bisschen früher kommen sollen mit seiner Zeremonie. Hätte man vielleicht heute nicht zum Zahnarzt gemusst. Ja Leute, eigentlich wollte ich heute ein komplett anderes Video machen, aber dann haben wir natürlich diesen kleinen blöden Zwischenfall. AKA Annikas 50 Euro Zahn. Jetzt muss ich das alles verschieben. Mein Bart. Ich muss mich morgen mal wieder rasieren. Das ist schon wieder so, der juckt schon. Eigentlich wollte ich mich heute rasieren, aber dann hatten wir einen kleinen Zwischenfall. AKA Annikas 50 Euro Zahn. Annika, was sagst du dazu? Verteidige dich. Brauche ich mich nicht verteidigen. Ja, sag mal, was soll denn das mit deinen Zähnen? Warum sind deine Zähne so lasch, dass die sogar von so einer frittierten Banane anfangen zu bröseln? Das ist das ganze ungesunde Essen. Die Kohle. Eigentlich essen wir voll gesund. So gesund haben wir, glaube ich, in unserem ganzen Leben noch nie gegessen. Ich meine, das sieht man ja auch in meinem glänzenden Fell. Das ja. Gesicht. Ich hab Zahnschmerzen. Okay Leute, damit verabschieden wir uns von heute. Hoffentlich komme ich morgen dazu, das Video so umzusetzen, wie ich mir das vorgenommen habe. Das wäre nämlich eigentlich voll lustig geworden.
Oh nein, jetzt habe ich das angekündigt, jetzt muss ich das auch machen und dann ist das nachher gar nicht so lustig, wie ich mir das in meinem geistigen Auge vorgestellt habe und dann seid ihr alle voll enttäuscht. Also erwartet von morgen einfach überhaupt nichts. Ja, morgen wird voll das beschissene, schlechte Video. Schaltet trotzdem ein. Lasst mal eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst trotzdem mal eine Bewertung da. Und einen Kommentar. Und gerade wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt doch einfach mal einen Kommentar, was euch nicht gefallen hat. Also Leute, haut rein. Bis morgen. Ciao.